Hier sind die EmsTV News. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. In Lengerich wurde gestern ein erschütternder Fund gemacht. Mitarbeiter des Komitees gegen den Vogelmord haben dort eine Falle für den illegalen Fang von Greifvögeln gefunden, in der ein Habichtsweibchen eingeschlossen war. Sie informierten die Polizei und stellten eine Kamera auf, anhand derer sie kurze Zeit später einen Landwirt überführen konnten. Dieser hat vor laufender Kamera den Vogel mit einer Metallstange getötet. Die Polizei leitete daraufhin ein Verfahren gegen den etwa 50-Jährigen ein. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstößen gegen das Bundesnaturschutzgesetz und das Tierschutzgesetz ermittelt. Ihm drohen eine hohe Geldstrafe und der Verlust seines Jagdscheins. Sport, Spaß, Spenden. Mitte September wurde im Sportpark Blanke in Nordhorn für den guten Zweck gekickt. Fußballlegenden aus der Region stellten sich niemand Geringerem als der Traditionself des FC Schalke 04. Die Partie bildete den Abschluss eines erfolgreichen Bewegungstags für Kinder und brachte eine stolze Spendensumme ein. Hinter der 1 stehen nicht 2 oder 3 Nullen, sondern gleich 4. Das Kinderhospiz in Lingen darf sich über eine löwenstarke Spende von 10.000 Euro freuen. Die Freude über diese großzügige Summe war natürlich riesengroß bei uns. Also Oliver Thüroff hat wieder ein großartiges Event auf die Beine gestellt mit seinen Unterstützern. Und der Tag vor Ort war wirklich toll. Also wir hatten Unterstützung von unseren ehrenamtlichen Helfern. Das Wetter hat mitgespielt. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Den Scheck übergaben Oliver Thüroff und Dennis Brode. Beide sind Teil des Projekts Sport erleben. Im September stellten sie mit ihrem Team einen Bewegungstag für Kinder auf die Beine. Vom Trampolinspringen über das Tanzen bis zum Thema E-Sports war alles geboten. Die Belohnung? Strahlende Gesichter. Abgerundet wurde der Tag durch ein Benefizspiel. Fußballlegenden der Region traten gegen die Traditionself des FC Schalke 04 an. Für Oliver Thüroff stand bereits nach Abschluss des gelungenen Tages fest, dass die gesammelten Spenden zum Großteil an ein ganz bestimmtes Ziel gehen werden. Die Kinderhospiz ist einfach eine Herzensangelegenheit, weil wenn Eltern nicht mal einen Grabstein leisten können für ihre Kinder zum Verabschieden, habe ich gesagt, hey, da musst du helfen. Und die anderen waren von der Idee auch überzeugt und wir setzen die ganze Energie rein. Aber da es sich hier um regionales Produkt handelt, was wir hier dann am Ende durchführen dürfen, müssen wir natürlich auch und machen wir auch gerne Nordhorner Einrichtungen unterstützen. Inzwischen ist klar, so einige Organisationen durften sich über Unterstützung freuen. Neben dem Kinderhospiz unter anderem der DRK sowie der Kreissportbund Grafschaft Bentheim. Beide Institutionen unterstützten am Aktionstag tatkräftig. Außerdem durfte sich die Kinderstation der Eurekio-Klinik Nordhorn über eine Neuausstattung des Aufenthaltsraums freuen. Auch das Kinderhospiz investierte die Spende zum Teil in neue Räume. Diese neuen Räumlichkeiten sind eröffnet worden, zum einen, um die Ehrenamtlichen in den Supervisionen zu begleiten, hier Raum zu finden. Neben der ambulanten Begleitung von Familien mit schwerstkranken Kindern steht unser nächstes Projekt im Frühjahr an. Wir haben uns vorgenommen, die Geschwisterkinder der erkrankten Kinder einzuladen, zu uns zu kommen, um mit ihnen Zeit zu verbringen, weil sie ja doch häufig im Alltag zurückstecken müssen. Wir brauchen Spiele, wir brauchen Bastelmaterial, wir brauchen Backformen, wir brauchen alles Mögliche, was man so mit Kindern einfach auch machen kann. Nach dem Projekt bedeutet für Oliver Thüroff aber gleichzeitig immer, der Startschuss für die Planung neuer Aktionen ist gefallen. Im Sommer 2023 soll es einen weiteren Bewegungstag geben. Eins ist sicher, auch dann werden die Einnahmen wieder an den guten Zweck gespendet. Im Christophoruswerk in Lingen werden Menschen mit Beeinträchtigungen begleitet und gefördert. Im Berufsbildungswerk bekommen junge Erwachsene die nötige individuelle Hilfe, um erste Erfolgserlebnisse auf dem Arbeitsmarkt zu sammeln. Wie genau das funktioniert, zeigen wir Ihnen. Sören Menke hat einen Mann, der im Christophoruswerk lebt und arbeitet, begleitet. Ich bin Matti Engels, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Coesfeld und bin jetzt hier im ersten Lehrjahr für Kaufmann für Büromanagement.
Mit hier meint Matti das Berufsbildungswerk im Christophoruswerk in Lingen. Das BBW ist ein Ort, an dem junge Menschen mit Beeinträchtigungen auf den Start in ein eigenständiges Leben und den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Matti ist Asperger-Autist. Hier lernt er im Team zu arbeiten, Kompromisse zu finden und Kritik anzunehmen und umzusetzen. Der leidenschaftliche Fußballfan benötigt Strukturen in seinem Alltag. Morgens stehe ich so gegen 6 Uhr auf, dann gehe ich in die Kantine frühstücken. 7.30 Uhr ist dann der Arbeitsbeginn. Haben wir eine Frühstückspause, eine Mittagspause, dann noch am Nachmittag eine kleine Pause. Arbeit ist bis 16.15 Uhr bei uns. Montags ist um 17 Uhr immer Besprechung für die Woche, also zum Beispiel wer Küchendienst hat, wer Einkaufsdienst hat. Dann spricht unsere Betreuerin mit uns noch Informationen, wenn welche noch da sind und wichtig sind. Es gibt ja auch viele Freizeitangebote, zum Beispiel Fußball, wo ich hingehe, oder Tischtennis. Man kann auch schwimmen, also alles Mögliche. Matti arbeitet im Büro. Er lernt hier grundlegende Tätigkeiten. Im BBW sind insgesamt 31 anerkannte Berufsausbildungen möglich. In Gesprächen wird ermittelt, welche Stärken und Schwächen die Teilnehmer haben und wo besondere Hilfe notwendig ist. Nach der Berufsvorbereitung haben Sie in der Regel den Beruf und auch die Qualifikationsebene im Beruf herausgefunden, die Sie absolvieren können und möchten. Und dann bilden wir Sie hier in unseren Werkstätten, in den Ausbildungswerkstätten, aber auch in enger Kooperation mit den Betrieben hier in der Region oder am Heimatort aus, sodass Sie dann nach 3 Jahren, 3,5 Jahren Berufsausbildung in der Regel einen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt finden und ja, Ihr Leben selbstständig verbringen können. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es auch der Förderung auf sozialer Ebene. Von den 350, 360 Teilnehmern im Berufsbildungswerk leben 270 bei uns im Internat. Das heißt, die sind auch nach und vor der Arbeit bei uns und sind somit ein großer Teil unseres Sozialraums hier in Lingen und leben, erlernen auch soziales Leben, selbstständiges Leben bis hin zu Einzelwohnen, wie ich also später mich selber versorgen kann, meine Wäsche waschen kann etc. in dieser Zeit. Und das ist gerade für junge Menschen, die ab 17, 18 zu uns kommen, natürlich eine sehr prägende Lebensphase, die sie bei uns erleben. Matti hat sich bereits die Bereiche IT und Lager angeschaut. Doch im Büro gefällt es ihm am besten. Regelmäßig bespricht der 21-Jährige seinen Alltag, Probleme, aber natürlich auch Fortschritte mit dem ausgebildeten Fachpersonal. So lernt er auch seine eigenen Stärken mehr zu schätzen. Ich gehe meiner Verantwortung, meiner Pflichten nach. Ich bin sehr höflich im Umgang mit Menschen. Ja, was ich auch gut kann, ist perfektionistisch sein, sag ich mal. Ich bin sehr ehrlich, habe ein gutes Gedächtnis, also eine gute Merkfähigkeit. Arbeiten, lernen und leben. Im Berufsbildungswerk legen junge Menschen den Grundstein für die berufliche Zukunft, entwickeln sich parallel, aber auch auf sozialer Ebene weiter. Insgesamt fühle ich mich hier sehr gut aufgehoben. Ja. Nicht nur ich dürfte überrascht aufgeschreckt sein, als gegen 11 Uhr mein Handy einen schrillen Warnton abgab. Bei mir ist die Warnung im Rahmen des bundesweiten Warntages angekommen. Der Landkreis berichtet, er habe alle 100 Sirenen im Emsland ansteuern können. Ob diese aber auch einen Warnton abgegeben haben, müssen die Kommunen jetzt rückmelden. In den sozialen Medien haben wir aber feststellen können, viele von ihnen haben weder Sirenen noch Handywarnungen mitbekommen. Damit im Ernstfall aber auch alle gewarnt werden, ist jetzt klar, da ist noch Luft nach oben. Weihnachtsstimmungssuchende können dieses Wochenende gleich 2 Märkte in Lingen ansteuern. Die Söhne der Stadt bieten nicht nur 4 verschiedene Sorten Glühwein an, sondern auch Gulasch aus regionalen Zutaten. Für ihren eigenen kleinen Markt war aber heute Aufbauen angesagt. Ein Weihnachtsmarkt in historischer Atmosphäre. Zum 650. Jubiläum der Kiewelinge ist von Freitag bis Sonntag jeder der Markt dazu eingeladen, beim Kiewelingsmarkt auf dem Universitätsplatz in Lingen vorbeizuschauen und das ein oder andere Heißgetränk zu genießen.
Der Kiewenigsmarkt ist eigentlich ein Weihnachtsmarkt im historischen Ambiente und ist Teil unserer Festivitäten zu unserem 650-jährigen Jubiläum, also Bestehen der Kiewillinge, die im Jahr 1372 gegründet worden sind. Wir haben am Anfang dieses Jahres einen Spendenfass zusammengezimmert und dort kamen dann Spenden aus den verschiedenen Veranstaltungen rein. Die wurden dort gesammelt und die werden dann am Sonntag um 16.30 Uhr von unserem Kommandeur an den Oberbürgermeister der Stadt Lingen überreicht und dieser lässt dann diese Spenden in die Ukraine an unsere Partnerstadt fließen oder zukommen. Wir freuen uns natürlich, wenn zahlreich Leute erscheinen, wenn zahlreich Leute hier Lust haben, einen Glühwein zu trinken, etwas zu essen. Es werden hier auch Chöre auftreten, unsere Klampflinge werden hier auch auftreten und Musik spielen. Von daher kommt und lasst euch bezaubern auf einem Weihnachtsmarkt in einem historischen Ambiente. Wir freuen uns. Bis Sonntagabend ist also noch genug Zeit, um die schöne Ergänzung des großen Weihnachtsmarktes in Lingen zu genießen. Ja, das klingt doch danach, als würde sich der Besuch auf dem kleinen Kiewelings-Weihnachtsmarkt auf jeden Fall lohnen. Damit verabschiede ich Sie in den Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.